diese sechs Stufen, oder Entschuldigung, diese fünf Stufen möchte ich nehmen und Ihnen anhand dieser fünf Stufen aufzeigen, wie kann man das Thema Nachhaltigkeit und vor allen Dingen Umsetzung ganz konkret anpacken. Punkt 1, mit dem ich am späten Abend beginnen möchte, Michael Otto, Otto Versand, vielen bekannt, ganz klares Statement mal von sich gegeben. Wir haben früher die Amerikaner angelächelt, weil sie nur von Quartal zu Quartal gedacht haben. Viel zu wenig langfristig visionsstrategieorientiert. Und wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit reden, dann kann Nachhaltigkeit eigentlich nur damit zu tun haben, dass wir nicht Quartalszahlen hinterherrennen, sondern dass wir eine langfristige Vision, eine langfristige Strategie haben. Und das ist eine der fünf Stufen, auf die ich eingehen möchte.